Für mich bedeutet Verantwortung, da muss ich an meinen Professor, Professor Dr. Ottmar Hörl, denken, der sagt, vor einem größeren Publikum in Cham bei unserer Ausstellungseröffnung der Klasse in einer eindrucksvollen Rede, Verantwortung bedeutet, Vielfalt zu fördern. Und gerne möchte ich diese Worte teilen und aufnehmen, denn ich bin ebenso der Meinung, dass Verantwortung bedeutet, Vielfalt zu fördern, sie zu erkennen und Rahmenbedingungen zu schaffen, so wie es die Begabtenförderung tut, sich einzubringen, zu engagieren und aktiv zu gestalten, was es bedeutet, liberale Werte zu leben und wie man dadurch Gesellschaft bereichert. Und dafür möchte ich danken. Was heißt für mich persönlich Freiheit? Freiheit für mich bedeutet, Verantwortung nach außen hin zu tragen, indem man sich organisiert, indem man zeigt, dass man bestimmte Werte hat und dass man für etwas kämpft und für etwas eingesteht, dass man Diversität fördert, dass man Interessen für sich und seine Interessen und auch die Interessen von Stipendiaten, durch Stipendiaten, für Stipendiaten fördert, dass man gesellschaftliche Fragestellungen Rechnung trägt, dass man diskutiert, dass man sich als Ideenwerkstatt versteht und dass man sich als Plattform sieht in Form von Selbstorganisation, in Form von Arbeitskreisen, Initiativen. Und ich denke, dass es zur Nachhaltigkeit, zur Bildung, Engagement und Verantwortung eben trägt und zur Stärkung der Gesellschaft und ebenfalls eben zur Vielfalt und zur Stärkung der liberalen Werte. Und deshalb bin ich Stipendiatin der Friedrich-Naumann-Stiftung und freue mich, ein Teil davon zu sein. Dankeschön.